Ja, denk mal, die Resultate hat man gesehen. Damit sind wir natürlich sehr zufrieden. Das war nicht unbedingt so zu erwarten, mit dem Pokalspiel dazu, mit dem Weiterkommen. Aber wie jedes Spiel hat so ein bisschen seine eigene Geschichte. Da waren schon Spielphasen dabei, die extrem gut waren. Aber auch deutliche Fingerzeige, wo wir auch dran arbeiten müssen. Wir haben in 3 Spielen zurückgelegen, 0-1, und haben dann trotz Rückstand und trotz erster Spiele doch eine erstaunliche Ruhe bewiesen und auch da die Spiele noch gedreht, was eine hohe Qualität ist, die die Mannschaft so in sich hat. Die Spielabläufe unserer Spielphilosophie waren auch schon sehr gut erkennbar und fast auch durchgängig schon über viele Strecken des Spiels. Damit war ich doch sehr zufrieden. Bis auf jetzt im letzten Spiel, in der Öffnungsphase des Spiels, in den ersten 10 bis 20 Minuten, haben wir uns schon schwer getan, reinzukommen, bis wir so Zugriff hatten und auch so die emotionale Lage im Spiel deutlich besser war. Da würde ich sagen, müssen wir dran arbeiten, da wir auch jedes Mal in der Phase auch ein 0-1 bekommen haben. Ich erwarte erstmal ein ganz anderes Spiel, als das jetzt noch gegen Fortuna Köln der Fall war. Zwei Nachwuchszentren, die auch einen eigenen Anspruch haben zu spielen, die aufeinandertreffen. Also es wird eher ähnlich wie in Dortmund auch ein taktisches Spiel werden, in dem beide versuchen werden, ihren Spielplan durchzubringen. Und wir wollen da unseren ein bisschen mehr durchbringen als die Gladbacher.